So Leute, willkommen zurück zu Fußballmanager 17 und ja, entschuldigt, wenn in der letzten Folge der Sound nicht so geil war. Ja, ich habe ein bisschen rumexperimentiert, wie gesagt, ne, also, ne, don't blame me, ich bin momentan ein bisschen am Rumexperimentieren, wie ich vielleicht, einmal ein bisschen richten, ein bisschen mehr noch aus meinem Mikrofon herausbekomme, als die Soundqualität, die gerade da ist. Und deswegen probiere ich jetzt mal ein bisschen was aus, ein bisschen was rum. Und es könnte sein, dass in der nächsten Zeit, also so in den nächsten 2 Folgen oder so, oder 3 Folgen, dann die Soundqualität ziemlich variiert. Tut mir leid. Ja, zur letzten Folge. Wir haben gegen Gladbach gespielt und wir haben gewonnen in einem ziemlichen, ich würde sagen, Chaos-Spiel. Mit 2 Eigentoren für Gladbach. Ist halt nicht so. Aber egal, wir haben gewonnen. Das ist das, was zählt. Und ja, ich würde sagen, unsere zweite Mannschaft spielt jetzt noch. Lassen wir die zweite Mannschaft spielen. Verliert gegen die von Gladbach. Egal, wir haben gewonnen. Scheiß drauf. Wir haben jetzt noch Länderspiel. Da werden ein paar Leute weg sein, denke ich, von uns. Ich weiß nicht, ob großartig irgendwer jetzt weg sein wird. Oh, Mitgliederkampagne ist übrigens fertig. Ab, Mikrofon nochmal ein bisschen anders machen. Oh, wir haben Reserve verloren. Ist okay. Ah, Terry haben wir nicht bekommen. Warum wechselst du denn zu Frankfurt? Oh, jetzt hat Eintracht Frankfurt Terry bekommen. Mitgliederkampagne ist fertig. Wir sind jetzt auf dem 4. Platz. Ist auch gut. Rausch möchte schon wieder. Nein. Ist denn mit Frankfurt los? Wollen die irgendwie aufrüsten, was die Verteidigung angeht, oder was? Nee, Frankfurt. Nee. Wir können übrigens wieder reden. Ja, das werden wir auch gleich tun. Denn, wir werden mit der zweiten Mannschaft reden. So, ein paar Leute sind in der Nationalmannschaft. Sollen uns nicht großartig stören. Regelung ist okay. Bernat geht auf links außen. Stark. Stimmt, da könnten wir Bernat auch einsetzen. Als links außen. Wir gehen jetzt aber gerade mal rein und reden mit der zweiten Mannschaft. Die hat es dringend nötig. Ja. Die hat Gesprächsbedarf. Machen wir. Ich überlege gerade, worüber man reden könnte. Wenn man hier sowas mal macht. Ich weiß es gar nicht genau. Guckt ihr Walking Dead? Habt ihr Walking Dead geguckt? Zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt aufnehme, haben wir gerade Montag. Die Folge ist online, aber ich warte noch auf einen Kollegen, dass wir die zusammen gucken. Deswegen weiß ich noch nicht, wie sie war. Ich glaube, sie war geil. Die letzte, also das Mid-Season-Finale hat ja richtig geil aufgehört. Ne, für alle, die es gucken, die wissen Bescheid. Einer unserer Scouts hat nichts zu tun. Gut, dann gehst du einfach Jugendscouten. Kiko, gestimmt, wir hatten Kiko. Ah, er sieht nur durchschnittliches Potenzial. Schreibt es mal in die Kommentare. Sollen wir Kiko verpflichten? Ich meine, wenn wir ihm Einsatz geben, dann. Also ich denke, wenn Kiko Einsatzzeiten bekommt, dann wäre er ziemlich gut noch für uns. Ich meine, er ist ein 7-Sterne-Talent und 26. Ich denke, wenn er Einsatzzeit bekommt, dann könnte er sogar ein ziemlich starker Rechtsverteidiger noch für uns werden. Weiß noch nicht. Bin ich mir unschlüssig. Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, der wird bestimmt noch da sein, wenn ich dann eure Kommentare lese. Ja, ich weiß auch nicht, wie lange ich jetzt aufnehme. Vielleicht nehme ich einfach nur noch bis Freitag auf. Das wäre dann halt heute die Folge noch. Und dann warte ich erstmal wieder. Aber ich gucke einfach mal,
wollte halt wieder ein bisschen Puffer haben, auch weil ich jetzt die Woche, denke ich, wieder Besuch bekomme. Und aufnehmen ist mit Besuch immer so ein bisschen blöd. Ne? Oh, Sané sollte öfter spielen. Lukas Podolski hat das 2-0 gemacht. Sehr schön. Golovin die Vorlage. Und Modest das 3-0. Sehr schön. Erfolgreiches Freundschaftsspiel gewesen. Würde ich sagen, 3-0 gewonnen. Kann man machen. Ja, Terry wechselt zu den Hessen. Das stelle ich mir lustig vor. Er kann auch Deutsch. Warum kann er Deutsch? Alles klar, er kann Deutsch. Ach, als ob er nicht zu uns hätte wechseln können, ey. Mann, den hätten wir gut gebrauchen können. Ja. Denke ich. Oh, Maro war ziemlich gut bei der Slowakei. Sörensen Durchschnitt eher, war auch ein 3, war okay. Und Frei bei der Schweiz war auch gut. Ja, gut. Schön, schön. Internationale Nominierungen haben wir eben schon gesehen. TuS Koblenz hat Interesse an uns. Und Angebot für Risse wurde abgelehnt von Feyenoord Rotterdam. Ja, ich weiß, dass Terry dahin gewechselt ist. Zeigt mir halt noch öfter, dass ich das nicht geschafft habe, ihn zu verpflichten. Danke. Danke. Jugendspieler entdeckt. Gucken wir da mal. Der ist gut. Übrigens muss ich noch Jugendspieler von euch einbinden. Ja. Ich glaube, da sind noch ein, zwei offen. Und Strox. Ne, in die Kommentare schreiben, wie ich deinen nennen soll. Noch mal eine freie Bande. Wir können noch mal mit der zweiten Mannschaft reden. Kriegt aber auch irgendwie keine Teamchemie obendrauf, ne? Jetzt. Da kam der Boost. Gebt meinem Training alle. Alles. Wohl haben wir hier noch. Ne, höhere Ziele will ich nicht sehen. Defensiv stabiles Team. Da muss halt die Mannschaft arbeiten. Aber einfach, dass wir in der zweiten Mannschaft auch mal ein bisschen mehr Teamdynamik haben. Na, also kann ja nicht schaden. Ich denke auch in der zweiten Mannschaft ein gutes Klima zu haben, ist, denke ich, nicht so schlecht. Und das nächste Spiel, das wir haben, ist gegen Dortmund. Und ich denke, Dortmund wird nochmal ein richtig, richtig schwerer Gegner werden. Ja, auch wenn sie gerade nicht wirklich gut drauf sind. Was haben sie denn? Die sind Siebter. Ja, momentan 13 Punkte gemacht. Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schweres Spiel werden gegen Dortmund. Ja, zumal die Mannschaft, ich weiß nicht, die Mannschaft, ich will nicht sagen, die Mannschaft ist nicht so gut drauf gerade, aber die letzten Niederlagen, die waren halt sehr, sehr bitter und unnötig. Fabian Frey verkaufen an Leipzig für 5 Millionen. Ja, wir könnten natürlich es auch so machen, dass wir jetzt Frey verkaufen, obwohl Frey halt ein ziemlich starker Spieler ist. Wir haben aber halt noch Merino und ich will Merino dann eher den Vortritt geben. Das heißt, wir könnten ihn jetzt verkaufen für 5 Millionen, nochmal 5 Millionen oben drauflegen und die Kaufoption von Merino direkt ziehen. Ich gehe mal auf Verhandeln. Vielleicht. Ja, 5 Millionen Marktwert liegt bei 6. Ah, 5 Millionen ist mir zu wenig, ja. Wenn ihr mir 7 gebt, ist gescheitert. Nee, also 5 Millionen wären mir auch zu wenig gewesen. Das nächste Spiel gegen Dortmund nehmen wir natürlich auch noch mit. Keine Frage. Jojic immer noch verletzt. 2 Tage. Okay. Müssen wir mit leben. Wir lassen lieber Hector im zentralen Mittelfeld spielen. Bernat kommt dafür aufs Feld. Ja, Lehmann können wir mal spielen lassen. Lehmann können wir mal spielen lassen. Nehmen wir Gnabry noch mit. Hüger geht heute nach rechts. Das ist auch okay. Alleine wegen der Fitness. Und wegen der Frische, also wegen der Frische meine ich. Würde ich dann ganz gerne. Naja, lassen wir nicht Podolski spielen, lassen wir Modest spielen.
Er ist dann doch die bessere Alternative, denke ich, gegen Dortmund. Und Pazlak auf rechts außen, ja, macht keinen Unterschied, ob er jetzt Rechtsverteidiger oder rechts außen spielt. Da ist er mittlerweile, denke ich, bei beidem fast gleich gut. Ist halt nicht so in der Form, aber dafür ist Golovin in einer umso besseren Form. Wenn er noch weiter so gut spielt, vielleicht haben wir Glück und er bekommt eine Aufwertung vom Talent her. Wenn Golovin auf einmal ein 8-Sterne-Talent ist, das wäre noch geiler. Das könnten wir sehr, sehr gut gebrauchen. Ja, noch so ein 8-Sterne-Talent in unseren Reihen. Merchandise, ja, entwickelt sich gut. Infrastruktur, zu wenig Toiletten. Da muss ich mich übrigens immer noch mal mit beschäftigen. Ja, noch ein bisschen rumspielen. Weil wir machen da echt nur Verlust mit eigentlich. Oh, jetzt bin ich hier gerade auf zweite Mannschaft gegangen. Die zweite Mannschaft steht eigentlich relativ gut auch da. Und dann würde ich sagen, gehen wir kurz in die Taktik rein. Geben Ramos heute ohne Aubameyang. Dann bekommt die Sonderbewachung doch eher Reus. Würde ich sagen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im Spiel gegen Dortmund. Und bis gleich. So Leute, willkommen zum 9. Spieltag der Bundesliga. Wir spielen heute gegen Dortmund. Und ja, vielleicht 4-2 gewonnen gegen Gladbach. Klares Foul. Elfmeter direkt mal in der zweiten Minute für uns. Kann Modest hier direkt mal in Führung gehen. Modest legt sich den Ball zurecht, läuft an und Bürki hält den Ball. Das ist nicht so das, was ich mir jetzt erhofft habe. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Naja. Ordentlich Biss im Spiel. Wir hätten direkt die Möglichkeit gehabt, 1-0 in Führung zu gehen. Ja, finde ich jetzt nicht so geil, dass der Ball nicht reingegangen ist, aber gut, müssen wir jetzt mit leben und versuchen, das Beste draus zu machen. Kagawa zupft Höger am Trikot. Der fällt. Klare gelbe Karte für Kagawa. Schöner Pass von Heinz in den Lauf von Pazlak. Der legt sich den Ball zu weit vor, so kann die Abwehr von Dortmund problemlos klären. Also die Offensive liefert gerade, na doch, hat sich jetzt um einiges verbessert. Weite Freistoßhereingabe von Pazlak, Modest setzt sich voll ein. Befördert mit dem Rücken zum Tor stehend den per Kopf ins Netz. 1-0, Anthony Modest. Sehr schön, weiter so. Geil, Modest, geil. Pazlak flankt von rechts ins Fünfer-Eck auf Modest, der geht volles Risiko, hämmert den Ball Volley aufs Tor. Bürki reißt noch die Fäuste nach oben, ist viel zu schnell. 2-0. Anthony Modest, Vorlage Pazlak. Junge, Traumduo oder was? What the fuck? Junge, was ist denn da los gerade? Gelb für Weigel wegen Foulspiel. Eieiei. What the fuck? Gutes Passspiel von uns. Über 4 Stationen läuft der Ball durchs Mittelfeld. Hector wird letzten Endes vom Bender derart bedrängt, dass er den Ball verliert. Schade. Schade. Eine Minute Nachspielzeit in der Halbzeit wird es geben. Okay. Nochmal kurz vor der Halbzeit die Möglichkeit. Ramos setzt sich gegen Lehmann durch. Spielt steil auf Reus. Baumann hat aufgepasst, klärt vor dem Angreifer. Sehr schön. Boah, Sörensen macht heute ein richtig starkes Spiel. Was ist denn hier los? Wir sind in der ersten Halbzeit 2-0 gegen Dortmund vorne. Das ist sehr, sehr stark. Wir lassen den Co-Trainer entscheiden. Modest wird gelobt und massiert. Ja, die Frische muss da sein. Ist ja unglaublich. Ich bin gerade voll sprachlos irgendwie. Was zur Hölle? Gehen wir weiter? Ist ja... Wow. Das ist echt verrückt gerade. Muss ich ja mal sagen. Ja, da wäre ich jetzt auch gerne dabei gewesen, was Tuchel da in der Kabine gesagt hat. Ich hoffe, er hat seine Leute jetzt nicht gedopt, dass sie in der zweiten Halbzeit total aufdrehen. Und hier eine Chance nach der anderen bekommen und Überhand übernehmen. Freistoßflanke von rechts. Baumann pflückt diese herunter.
So, wir lassen unsere Leute mal aufwärmen. Ecke. Wird gezogen und gezerrt. Freistoß bleibt verwehrt. Der Schiri hat nichts gesehen. Stadion ist ausverkauft. Natürlich ist Stadion ausverkauft. Gerade wenn wir da sind. Hector fröhlich frei auf dem linken Flügel, legt quer auf Golovin. Der Pass ist schlecht. Golovin macht das 3:0. What? Alles klar. Alles klar, Leute. Wir machen hier das 3:0 gegen Dortmund und Max Kruse kommt rein für Marco Reus, der heute ziemlich wenig gebracht hat, wurde gut aus dem Spiel genommen. Ich denke, wir geben die Sonderbetreuung weiter Kruse. Bei uns bleibt der Wechsel erstmal aus. Alter, was passiert hier gerade? Schöne Flanke von Pasak wieder, Modest kommt völlig unbedrängt zum Kopfball, bringt keinen Druck hinter die Kugel. Birki kann sicher aufnehmen, aber was ist hier denn gerade los? 3:0 gegen Dortmund. Guerreiro kommt rein für Schmelzer. Also die haben hier sichtliche Probleme mit uns. Und wir gucken mal. Golovin möchte ich lieber weiterspielen lassen. Lehmann. Wir bringen mal Gnabry rein und tauschen auf ein paar Positionen. Na, dann wechselt Stöger ins defensive Mittelfeld. Pasak geht als Rechtsverteidiger zurück und Gnabry geht vorne hin. Obwohl Pasak ziemlich stark ist, ja, als Rechtsaußen. Er hat 2 Tore vorbereitet, dieses Spiel. Richtig stark gewesen. Dembele kommt jetzt rein für Schürrle. Der kann allerdings nochmal ziemlich viel Feuer da vorne machen, der Dembele. Also, das kann nochmal ganz schön gefährlich werden. Dominik Heinz jetzt müde. Ich denke, wir werden ihn auswechseln. Für Wanyama. Der hat ja auch immer gezeigt, dass er guten Einsatz bringen kann. Ja. Bittencourt auch müde. Bei der Abwehr geht es eigentlich noch. Wie es auf Seiten von Dortmund aus. Auch schon ziemlich müde, Dortmund. Ja, das ist in der Tat so. Um den Vorsprung herzugeben. Sag mal, dass die Kontrolle übernehmen werden soll. Übernommen. Nicht übernehmen. Wir wechseln dann auch nochmal. Ja, Golovin ist jetzt ziemlich müde. Ich möchte aber gerne noch einen Verteidiger reinbringen. Und wir wechseln mal Bernat aus. Dafür kommt Rausch. Dann nochmal, ne, um einen, noch einen frischen Verteidiger zu haben. Konterchance. Modest läuft allein auf Birki zu, schießt. Aber Birki erreicht ihn noch mit den Fingerspitzen. Eieiei. Jetzt kommt Rausch rein für Bernat. Eine Minute wird nachgespielt. Schlusspfiff. Alter. Alter. Wir haben es tatsächlich geschafft. What ist denn heute los gewesen? Ich würde sagen, wir sehen uns im Nachbericht. Bis gleich. Leute, was ging da denn heute jetzt ab, bitte? Wir haben es hier geschafft, 3:0 gegen Dortmund zu gewinnen. What? The hell? Alter. Ich bin sprachlos. Ja, wir haben Dortmund ziemlich dominiert. Wir haben unsere Chancen knallhart gemacht, haben nur 5 Stück gehabt, haben Dortmund auch gar nicht zum Zug kommen lassen. Dortmund hatte eine Chance im ganzen Spiel. Krass, oder? Ist doch einfach nur krass. Ja, wir sind dadurch jetzt Dritter geworden, ja, sind nochmal hochgekommen. 21 Punkte nach 9 Spielen mit dem 1. FC Köln. Alter. Dortmund jetzt 9. dadurch, ja, ziemlich am struggeln hier Dortmund. 2 Spiele hintereinander schon verloren. Das sieht nicht gut aus für Tuchel. Also 9. Platz ist, denke ich, nichts, was Dortmund anpeilen sollte. Ich meine, sie haben heute auch ohne Aubameyang gespielt. Ich weiß nicht, warum sie ohne Aubameyang gespielt haben. Ist er verletzt? Oh, Aubameyang ist noch 10 Wochen verletzt.
Also 10 Wochen ohne den besten Torschützen, da würde ich, weiß ich nicht, das wäre dann auch ziemlich scheiße. Da haben wir wahrscheinlich auch Glück gehabt, dass Aubameyang nicht mit dabei gewesen ist, weil der hätte uns einige Tore noch einschenken können, aber wir haben es heute gemacht. Wir haben 3-0 gewonnen. Ich meine, was soll man da mehr meckern? Drittbeste Mannschaft heute gewesen und Anthony Modest, zweiter auf der Torschützenliste. Ja, hat heute 2 Tore gemacht. Richtig stark der Typ momentan. Und nochmal geil. Aber Kramaric einfach mit 13 Toren. Uneinholbar momentan. Also der trifft und trifft und trifft und trifft. Das ist unglaublich. Gehen wir weiter. Und ich bin echt sprachlos. Wir haben es echt geschafft. 3-0. Und Terry macht sogar ein Tor direkt. Ja, leck mich doch am Arsch. Wir haben es echt gut hinbekommen, ey. Also wenn ich gerade mal so die ersten, so nach 9 Spielen, kann man ja so ein bisschen die Tendenz sehen. Und wir sind stark. Wir sind verdammt stark unterwegs. 2 Tage ist Jojic noch verletzt. Und dann ist er auch wieder da. Wir haben jetzt als nächstes wieder Euroleague gegen Grasshopper Zürich. Und ich denke, da werden wir dann auch wieder ein paar Leute auswechseln gegen Zürich. 2. Mannschaft lassen wir jetzt noch spielen. Verliert gegen Viktoria Köln. Xavi Alonso wechselt zu West Ham United von ablösefrei. Okay, also West Ham hat sich dann dazu entschlossen, Alonso zu verpflichten, ihm ein Gehalt von 4,6 Millionen zu zahlen. Als West Ham in der englischen Liga kann man das auch machen. Aber, nee, mir war das zu teuer. Kiko, habe ich gesehen, ist auch gewechselt. Schade. Ah, blöd. Bewerbung als Gastgeber für ein internationales Testspiel, Endspiel. Das könnten wir eigentlich mal machen, oder? Das würde uns, glaube ich, noch... Warum? Warum geht das jetzt runter? Budget reduziert? Weswegen? Weswegen? What? Warum? Budget reduziert, warum? Was? Was? Wir sind doch noch mittendrin. Was ist das denn für ein Bug? Wir sind doch noch mittendrin im Europokal. Hä? Wir haben noch nicht mal die Rückrunde gespielt, Leute. Hä? Kann mir das jemand mal erklären, bitte? Was zur Hölle? Ach, Podolski darf ja nicht spielen. Aber was zur Hölle? Warum haben wir... Ich hinterfrag das jetzt einfach nicht. Nein, wir nehmen den Sieg gegen Dortmund heute so mit. Ja, wir speichern auch direkt mal. Alter, warum? Was ist denn da jetzt passiert? Dass wir aus dem Europokal ausgeschieden sind, angeblich. Wir sind doch noch mitten dabei, Leute. Gibt erstmal weniger Budget und... Vorstand geht runter und Finanzen geht runter und hast du nicht gesehen? Was zur Hölle? Oh, leck mich doch, zweite Mannschaft, ja? Leck mich doch. Da rede ich halt mit der ersten. Was zur Hölle? Also das ist ein Bug, der mich echt nervt, ja? Wir haben es gerade geschafft, uns wieder mit dem Vorstand besser zu stellen, ja? Und dann kommt sowas, dass wir aus dem Europokal rausgeflogen sind, wo wir eigentlich noch mittendrin sind. Ja, ist doch alles möglich. Wo wir, glaube ich, sogar Erster in der Gruppe sind. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Gut, haben wir dann mal mit den Leuten geredet und ich würde sagen, in der nächsten Folge gibt es dann das Spiel gegen Grasshopper Zürich. Ja, der Bug ist ärgerlich jetzt, müssen wir aber so hinnehmen. Wir wissen ja selber, dass wir noch drinne sind und da wird dann auch, denke ich, ich weiß jetzt gar nicht, warum das passiert ist, ja, echt nicht. Da wird dann hoffentlich sich noch einiges fügen, wenn wir dann jetzt gewinnen sollten in der nächsten Folge gegen Grasshopper Zürich und ja, ich hoffe, das richtet sich, naja. Dann würde ich eben sagen, gehabt euch wohl. Wir haben heute eine kleine Sensation geschafft, die ich finde. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.